So, und da bin ich wieder zum neuen Part Let's Play Pokémon Soul Silver. Im letzten Part sind wir hier auf der Route ein bisschen rumgegammelt und wollen uns heute der Arena widmen. Jedoch zuvor. Schauen wir uns weitere Nidorans an. Ich denke mal, die ein oder anderen wissen jetzt schon, was ich vorhab. Genau. Ich fange mir nämlich jetzt noch einen Vulpix. Unser letztes Teammitglied ist von Typ Feuer und das heißt Vulpix. Okay. Wird ein bisschen schwieriger als gedacht. Kriegen wir aber, denke ich, hin. Wenn nicht, wird es halt vergiftet. So. Komm schon, Vergiftung, 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 Vergiftung. Na. Das merke ich mir wohl, Pix. Das merke ich mir. Nidoran männlich, genau. Das will man. Sogar noch zwei Level höher. Ach, gar kein Problem. Aber jetzt gerade eben schon sagen, machen wir gerade Fassade, weil die Verbrennung wird eh geschwächt, aber ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, wir brennen bereits. Kannst uns nicht nochmal verbrennen. Irgendwann ist Schluss. Du blöde Kuh, hör auf damit. Ich will das nicht. Wie mache ich denn das am besten? Einfach einen Ball werfen und hoffen? Macht man doch aber auch nicht. So. Komm schon. Bitte. Doch kein Taubsi. Eigentlich bitter, wenn man sich überlegt, ich habe jetzt erst nach dem dritten Orden einen Taub. Also. Jetzt erst einen Tauboga. Gut, nehme ich halt das auf Level 13. Ist okay. Bleib einfach bei mir. Guck, das ist eine. Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Verfickte Scheiße. Jetzt noch ein Pokéball und dann ist gut. Bleibst einfach drin. Lachst schön, bist weiblich. Passt doch. Eins, zwei, drei und hepp. Perfekt. Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit so gemacht? Dafür haben wir jetzt 5 Minuten vergeudet. Schön. Ja, unser letztes Teammitglied ist da. Vulpix, das Fuchs-Pokémon von Typ Feuer. Greift es einen größeren Gegner an, täuscht es eine Verletzung vor, um sicher vor ihm zu flüchten. Och, wie süß. Ja, Vulpix bekommt natürlich auch einen Spitznamen. Und Vulpix wird unsere Protea. Angelehnt an irgendeine Feuerpflanze. Schön. Protea ist ein Team. Hat ein Item, nämlich die Phrygia-Beere, die wir ihm jetzt abnehmen.
Hat Feuerfinger, das ist perfekt, das wollte ich auf jeden Fall. Gluten Ruckzucki passt auch. Schön. So, hier zerschneiden wir jetzt das. Wir könnten, wenn wir genug Tränke haben, auch mal Proteas. Ja, ersten Einsatz auch direkt mal machen. Weil soll ja auch schön mit dem Team mitkommen. Und da ist ein schöner Käfertrainer. Das bietet sich gerade so schön an. Ich weiß, mein Team sieht jetzt nicht gerade so aus, dass ich Zeit und Lust für Experimente hätte. Aber wir nehmen alles mit, ne? Och, sieht Vulpix süß im Gras aus. Oh. Und ihr wisst, was aus Vulpix wird. So ein richtig geiles, elegantes, graziöses Vulnona. Ja, ich weiß, die Attackenvielfalt ist jetzt nicht so die beste, aber der Spezialangriff ist, glaube ich, ganz gut, soweit ich das weiß. Und ja, ich habe jetzt nichts gegen einen Flammenwurf. Und mehr braucht es eigentlich auch nicht. Es braucht nur den Flammenwurf. Gegen solche Stahl-Pokémon wie Magnetilo. Ja. An sich wird Vulpix noch ganz, ganz wichtig, glaubt mir. Im Laufe der Story wird Vulpix noch sehr wichtig. Aber erstmal besiegen wir hier das Blutzuck und erhalten 42 Erfahrungspunkte. Das ist eine ganz gute Anzahl. Und haben Udo besiegt. Ja, lass uns Telefonnummern tauschen, wenn es sein muss. Der Witz an sich ist, wenn uns von hier jemand anruft, dann bekommen wir den Feuerstein. Zum Entwickeln. Immer noch am gucken, wie ich das löse. Ob ich das dann nicht vielleicht offscreen einfach mache, dass ich den Feuerstein organisiere. Weil es dumm, wenn ihr warten müsst und sehen müsst, wie ich dann den Feuerstein, bis ich angerufen werde und bla bliblub. Muss ja alles eigentlich nicht sein, ne? Da ist ein Trainer. Und die TM 66 Gegenstoß. Schön. Wusste zwar gar nicht, dass sie hier noch liegt, aber jetzt haben wir auch noch eine TM mitgenommen, ne? Ne, den Trainer, den lasse ich jetzt aus. Ich glaube, einer der ersten Trainer, die ich hier in dem Let's Play auslasse, aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Wenn man mein Team sieht, weiß man. Das hat erstmal keinen Bock mehr zu kämpfen. Und wir gehen heute noch in die Arena. Ja. Ich bin so ein Arsch. Ich glaube, es erlernt noch Finte, das können wir herbeibelassen. Kung-Fu-Strahl passt auch. Vulpix hat auch noch eher so ein bisschen die Nervensäge, aka Supporter. Hier gibt es halt noch keinen Psychoschock, weil den kann Vulnona auf jeden Fall, das weiß ich, als zweite Attacke, um die Attackenvielfalt zu erweitern, aber Psychokinese kann es nicht und Psychoschock gibt es hier noch nicht. So, zum ersten Mal hier in der Arena gehen wir. Kannst du jetzt Zertrümmerer? Ja. Da weg mit dem Silberblick. Na. Tut mir jetzt aber weh, den wegzumachen. Weiß nämlich genau, was da später mal hinkommen wird.
kann ich nicht. Tut mir leid. Du musst ohne Silberblick auskommen. Und wir setzen Windblume einfach nach vorne. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So. Du gefällst mir. Aber deshalb werde ich es dir nicht einfacher machen. Ja, die Level. Muss ich das jetzt noch in Frage stellen, wieso das Wieso jetzt Level 9 hatte? Ah, wir kommen schon so langsam näher. So, und noch ein Visor. Und noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und halt, Visor ist kaputt. Wow, Fassade haut richtig rein, echt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Mega, alles One-Hit hier. Na gut, nicht die Pokémon der Arena-Leiterin, die hat ein bisschen Wumms dahinter, sag ich mal. So. Da drücken wir mal noch eine Fassade. Ah ja, Zahltag. Ich krieg Geld, 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 Geld. Ich bin nicht gierig. Nein. Nein, ich bin nicht gierig. Das ist ein Vorurteil. Die Animation war schön von Zahltag. Und noch ein Mauzi, die sind wirklich sehr kreativ mit der Attackenvielfalt. Ja. Setzen wir zuerst den Ruckzuckhieb ein, der ein Critical Hit ist. Und dann machen wir gar nichts mehr. Und da besiegen wir die schöne Tina. Oh nein, mein Mauzi. So, und dann haben wir da hinten noch jemanden, ne? Ah, noch zwei. Hallo, du da. Na, weil ich so klein bin, solltest du besser nicht unachtsam werden. Bin ich doch gar nicht. Hallo, ich habe doch gar nichts in der Hinsicht gesagt. Göre, Jennifer, ja, du bist eine Göre. Mit Snubbull. Das ist aber Typ Fee. Oh. Die erste schlaue Fähigkeit. Bedroher. Auf meine Windblume. Ich glaube, es wird Zeit zu wechseln. Los geht's, Lotus. Ja, ja, ich esse gerade. Es war so eine kleine Salzbrezel. Nun soll ich ja sagen, da gibt es diese Lidl-Marke. Nein, ich mache jetzt nicht Werbung, weil die mich darum angeboten haben, sondern einfach nur, weil ich die geil finde. Gibt es diese eine Lidl-Marke. Das ist einfach die klassische Lidl-Marke. Die ist richtig günstig. Die Brezen sind richtig geil, weil die so knusprig sind.
Delicious. Wetten es nennen sollen Team Delicious. Weil Tyrakrok isst, ich esse, der Vogel pickt bestimmt. Wir sehen später, Ampharos ist auch nicht gerade dünn. Vulnona ist dann die, wo die ganze Zeit nebendran steht und sich denkt, wie kann man nur so viel essen, wie kann man nur so viel essen? Wen haben wir noch? Parasek hat auch viel Vorrat unter seinem Häuschen. Ja, ne? Fettes Team, würde ich mal sagen. Jetzt nicht fett in dem Sinne von Alter, Digga, voll fett, Mann. Und nächstes Pokémon ist down. Und noch ein Pummeluff. Wer hätt's gedacht? Lass ich mal Lotus ran. Ich würde eigentlich Kopfnuss machen. Aber egal. Guck mal, jetzt wäre die Kopfnuss blockiert. Das hab ich gewusst. So, und da haben wir dann mal wieder einen Anteil bekommen. Und jetzt kommt gleich die Arena-Leiterin, die Bianca. Meine Damen und Herren, Bianca. Ja, genau. Die, gegen die niemand kämpfen möchte. Übrigens ist euch aufgefallen, die haben hier zwei Schönheiten und zwei Gören. Und gegen die Schönheiten muss man nicht unbedingt kämpfen. Aber gegen die Gören. Was will man uns dadurch sagen? Auf Schönheit kommt es nicht an, aber auf die Gören-Power. Wie sieht mein Plan aus? Ja, das war mein Plan. Das Bittere ist, ich habe wirklich gar keinen Plan, was ich machen soll. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht zu bitter wird und krieg sie down. Plan finde ich an sich ganz toll. Lotus beginnt. Dummes, ihr Signature ist nicht nur stark und schlau, sondern auch noch schnell. Das ist das Problem. Mal gucken. Hallo, ich heiße Bianca. Aber warte mal, haben wir uns nicht schon mal im Radioturm getroffen? Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon was. Meine sind auch einfach viel zu süß. So süß, dass ich sie am liebsten... Wie, du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark, du blöde Kuh. Alter, wie die sich freut. Hüpft gleich ein Loch im Boden. Kopfnuss. Schreck zurück. Schreck zurück. Nein. Memento Mori. Mach mal sowas. Heilopfer ist auch immer eine tolle Idee. Lunatanz gibt's ja auch schon. Mach mal sowas. Das bestimmt, das ist schlau. Ha, du hast nur den Silberblick kopiert, nicht die starke Kopfnuss, die du jetzt reingedrückt bekommst. Okay, das war wirklich eine starke Kopfnuss. Duplex Sieb, ach. Da war was. Vor allem auch mit dem Schambolzen. Ich erinnere mich. War nicht so toll. Ich finde einfach, bei Anziehung heißt es ja, man kommt genauso oft durch wie bei einer Verwirrung. Ist in meinen Augen nicht so. Ich finde Anziehung immer noch viel zu OP und stärker. Anziehung ist 100 pro stärker als Verwirrung. 100 pro. Würde ich drauf wetten.
Ich war früher nie so oft durchgekommen wie jetzt. Nie. Nie, 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 nie. So, das lief doch schon einigermaßen okay. Jetzt kommt ihr Mülltank. Und da kommt auch schon das Problem. Moment, das ist mein letztes, aber ich werde nicht verlieren, klar? Ich bin jetzt gerade ein bisschen auf die Sandwirbeltaktik fokussiert. Ah. Du bist weiblich. Schön. Freut mich total für dich. Die Sandwirbeltaktik könnte sogar wirklich aufgehen. Schreck zurück. Nein, Sandwirbel nochmal. Schön. Gut, zweimal dürfte reichen. Dann gehe ich jetzt auf die Taktik, Fassade einzusetzen. Wir sind starr vor Liebe. Tauburger, du bist kein Star, du bist eine Taube. Fällt mir jetzt erst auf, das ist eigentlich eine Taube, ne? Eine Riesentaube. Und da kommt der Quid. Danke fürs Gespräch. Ja, Rosenblut. Du bist weiblich. Dich brauchen wir mal ganz kurz. Donnerwelle, dass das Ding erstmal langsamer wird. Ja, guck, Sandwirbel macht jetzt mal erstmal seinen Job. Jetzt baue ich ja so ein bisschen auf den Ladestrahl. Und dann einfach das Donner trifft. Ach, natürlich, eine Prunusbeere, hä? Ja, natürlich hast du eine Prunusbeere. Was denn auch sonst? Aber die Donnerwelle kommt doch nochmal ein zweites Mal. Keine Angst. Und jetzt kommt bestimmt gleich sowas wie Heilung. 30% Chance, bitte. Ja! Mich freue. Oh, und es ist paralysiert. Und so schnell kann sich der Kampf drehen und die Flinkklaue triggert. Lululululul. Ich habe nicht gedacht, dass Rosenblut so eine große Rolle steht. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Doch, doch, das ist es. Und du hast sowieso noch einen Trank. Also pienst mal nicht so rum, ja? Finde ich überhaupt nicht geil. So ein Ladestrahl noch mal reingedrückt und noch mal ein Ladestrahl reingedrückt, dass nicht noch mal auf dumme Gedanken kommst oder so. Gut. Da trifft der Stampfer wieder. Trifft unser Donner auch wieder. Auf jeden Fall triggert mal wieder die Flinkklaue. Unser Donner trifft auch wieder und damit ist sogar Bianca besser vorübergegangen, als ich dachte. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, auch dass Windblume mehr die Rolle spielt, aber Rosenblut kann mir auch gerne viel die Rolle spielen. Also ich meine, guck mal, jetzt hat es noch ein Level Up direkt, da muss ich nicht trainieren, großartig und ja, passt. Leiterin Bianca besiegt Schluck. Ja, Schluck. Schluck du nur. Buh, buh, schluchzt. Du bist so gemein. Buh, buh. Oh je, jetzt hast du Bianca zum Weinen gebracht, du dumme Kuh. Ich bin halluziniert angefangen. Aber keine Sorge, irgendwann gibt sie schon wieder Ruhe. Sie weint immer, wenn sie verliert. Was für eine schlechte Arenaleiterin, dass die das überhaupt sein darf. Was ist? Willst du noch irgendwas? Ach, du hättest gern deinen Orden. Ja, tut mir leid, aber den hab ich vergessen. Der liegt doch zu Hause. Tschüss. Hier hast du deinen Basisorden, den du so unbedingt wolltest. Ja. Du blöde Kuh, ich hab dich besiegt mit deinem Bildtag. Der Wasserorden erlaubt dir auch außerhalb des Kampfes die Attacke stärker einzusetzen. Und hier, das gibt's gratis dazu. Tier 45, was es wohl sein wird. Darum befindet sich Anziehung. OP. Ja. Pokéathlon. Ah. Ich weiß, was wir im nächsten Part alles durchmachen dürfen. Wir dürfen uns mal um den Pokéathlon kümmern. Toll. Darüber könnte ich auch einen Feuerstein kriegen. Na gut, kümmern wir uns in der nächsten Folge dann um Pokéathlon.
Und wie wir das Mogelbaum wegkriegen. Muss ja auch noch irgendeine Möglichkeit geben, ne? Am besten, wir nehmen einfach Tyrakrok und lassen es ein bisschen den Baum anspritzen. So trampieseln. Nee. Wir nehmen Öko-Hitze und beschießen es mit Kugeln, bis es weggeht. Oder aber auch, wir verbrennen es. Kläglich. Ich weiß es noch nicht. Aber gut, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Sehen uns hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Und ja, bis dann. Ciao.